Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Annika. Und Annika hat den Zoo am 27.12. eingesendet. Das heißt, wenn ihr davor eingesendet habt, ist irgendwas schiefgelaufen. Dann war wahrscheinlich mein Postfach voll oder ihr habt irgendwie eure E-Mail nicht abgeschickt oder. Dann schickt sie jetzt einfach am besten nochmal erneut ab. Ich werde jetzt auch bald mein Postfach erweitern, also werde ein bisschen Geld bezahlen und dann mein Postfach ein bisschen vergrößern, weil es echt ärgerlich, dass das Postfach so schnell voll ist, wegen den Spielständen halt, weil die relativ viel Speicherplatz wegnehmen. Aber ist ja auch egal, wie gesagt, der Zoo ist vom 27.12. und wir haben sogar ein Update am 19.01. bekommen. Das heißt, gestern gab es ein Update, also ich nehme es jetzt heute am 20. auf. Ich weiß nicht, ob das Video heute noch rauskommt. Und natürlich schreibt die Annika auch noch eine schöne E-Mail. Der Zoo heißt erstmal Muffins Zoo. Klingt das schon mal sehr interessant. Und dann schreibt sie: Hallo lieber Dandy, ich schaue deine Videos erst seit kurzem, aber ich liebe das Ich bewerte eure Zoos Format. Du achtest auf wirklich viele Details und sagst immer deine ehrliche Meinung, das finde ich super. Ich baue nun seit ca. 3 Wochen an diesem Zoo. Ich gebe mir wirklich große Mühe, alles realistisch zu gestalten und sehr naturgetreu und artgerecht. Den Großteil meines Zoos habe ich selber gestaltet und gebaut. Natürlich lassen sich Workshop-Objekte nicht vermeiden, weil manche einfach zu toll sind. Workshop-Objekte in meinem Zoo sind zum Beispiel das Bären- und Wolfsgehege, wobei ich eine eigene Note einfließen lassen habe, und ein paar Kletterobjekte bei den Uran-Utans. Genauso wie Kleinigkeiten wie zum Beispiel Wasserfälle und Unterstände. Aber die restlichen Gebäude wie das Vivarienhaus, Unterwassertunnel und die Eingangsbereiche und Gebäude habe ich selbst gebaut, was wirklich sehr viel Zeit und Nerven gekostet hat. Ich habe mein Zoo extra für dich beschildert, da du in einem deiner letzten Videos gemeint hast, es wäre hilfreich. Oh, das ist nett, dankeschön. Nun ja, ich hoffe, ich konnte meine Wegweiser logisch platzieren, sodass du dich nicht verläufst. An manchen Stellen hat man die Möglichkeit, 2 verschiedene Rundwege zu laufen oder zu gehen, kommt aber an derselben Stelle wieder raus. Mein Zoo ist in Themenbereiche eingeteilt. Ich habe mit Nord- und Südamerika angefangen und bin jetzt bei Asien. Afrika mache ich zum Ende, da es durch die große Artenvielfalt viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich empfehle dir, in Nordamerika anzufangen und die Wegweiser zeigen dir dann, wo lang. Nachdem du Nord- und Südamerika durch bist, kannst du dir den Asienbereich ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß in meinem Zoo. Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Liebe Grüße, Annika. Und dann hat Annika natürlich auch noch am 19.01. ein kleines Update mit eingereicht. Und dort schreibt sie: Der Asienbereich ist nun auch komplett fertig und ich habe mit dem Afrika-Bereich angefangen. Allerdings ausgehend vom Asienbereich nicht von dem Zugang am Eingang beirren lassen. Meine Wege sind zum Schluss hin leider etwas verwirrend. Ich habe dennoch versucht, sie so gut wie es geht zu beschildern. Wenn du mit der Besichtigung des Asienbereichs fertig sein solltest, dann müsstest du laut Rundweg wieder auf dem Platz landen, wo sich die Leistenkrokodile befinden. Dann musst du das kleine Stück bei den Uran-Utans zurück, sodass du den Afrika-Bereich betreten kannst. Wie oben schon erwähnt, habe ich dort erst begonnen. Und zwar mit meinem persönlichen Highlight, meinem selbstgebauten Affenhaus. Es befinden sich allerdings bisher nur Bonobos und Schimpansen darin. Der Rest ist noch leer, also nicht wundern. Und das war's. Also das war das Update. Ich werde mir das mit den Wegen sowieso nicht merken können. Ich kenne mich. Aber ich werde versuchen, dein Zoo so gut wie es geht vernünftig zu besichtigen. Also Nord- und Südamerika zuerst und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Annika, fürs Einsenden. Und vielen Dank, dass du dir die Mühe mit der Beschilderung gemacht hast. Ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Muffins Zoo. Und da sind wir auch schon im Muffins Zoo von Annika angekommen. Und ich bin sehr, sehr froh. Wir haben um die 25 bis 30 FPS. Ich hatte schon wieder Befürchtungen, weil wir alle Themenbereiche hier fast vertreten haben, dass es wieder sehr laggy werden könnte, aber es läuft sehr, sehr gut und ich bin bereit, deinen Zoo zu besichtigen und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los. Oh, es geht direkt mit Wasser los. Oh, ein schöner Fluss. Schöner reißender Fluss. Sieht auch sehr cool aus von den Düsen her. Dass man hier ab und zu die ein oder andere Düse sieht, das kann man leider nicht vermeiden. Das sind diese Stromschnellen, glaube ich. Aber sieht vom Wasser Fluss und Verlauf sehr, sehr gut aus. Auch hier das Plätschern an den Seiten gefällt mir. Und die Bepflanzung sieht auch sehr schön aus. Was sind da vorne? Das sind Baumstämme, glaube ich, da hinten auch. Ich glaube, das sind Gehege. Kann das sein? Werden wir gleich herausfinden. Hier ist der Fluss auch. Auch das ist schön. Ich liebe fließendes Wasser in Eingangsbereichen. Es gibt so ein richtig schönes Feeling. Und ich finde, du hast das auch hier sehr schön gemacht mit dem Geländer. So, das hier extra abgerundet und abgeschrägt. Weil irgendwie gefällt mir das, dass das nicht ganz gerade ist. Sieht dadurch so natürlich aus.
Sieht irgendwie nicht so aus, als wenn es extra ist, aber ich finde es irgendwie cool, dass das hier nicht ganz gerade ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, okay. Schöne Beleuchtung hast du hier auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier ist der Eingangsbereich. Muffins Zoo. Muffins sind lecker. Ich muss mal wieder Muffins backen. Habe ich ewig nicht gemacht. Aber ich kann das auch nicht gut. Ich kann das nur mit so Fertigmischung. Das war's dann auch. Okay, hast du auf jeden Fall nochmal einen schönen Infobereich gemacht. So ein paar Bänke und Geldautomaten. Ist auch geil, wenn hier einfach Leute sitzen, die dir dann auf die Tasten gucken können beim Geld abheben. Sehr gute Idee. So, gehen wir mal hier rein. Oh, hier ist schon wieder Wasser. Oh, wie schön. Ein Wasserfall. Na, vielleicht hättest du die Düse ein bisschen in Felsen machen können. Ich weiß es nicht. Die sieht schon sehr auffällig, die Düse. Ja, ist teilweise echt schwer mit den Düsen. Ich finde es schade, dass man die nicht irgendwie unsichtbar machen kann oder sowas. Das wäre echt cool, wenn man die Möglichkeit hätte, die im Nachhinein noch unsichtbar zu machen, die Düsen. Könnte man das Ganze ein bisschen besser gestalten. Weil ich hatte auch schon oft beim Bauen Probleme mit diesen Düsen, dass ich die dann nicht vernünftig versteckt gekriegt habe. Okay. Wir sollen erst nach Nord- und Südamerika, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir müssen gleich ein bisschen auf die Beschilderung achten. Hier ist auf jeden Fall nochmal so eine schöne Essenslounge. Und hier gibt es dann nochmal Trinken und Essen. Ach, wie schön. Ich hätte gerne einen Burger. Ich habe gerade gefrühstückt, also alles easy. Oh, hier auch ganz schöne Details noch. Schöne Skulpturen und sowas noch. Ich glaube, wir sind hier schon in Nordamerika, kann das sein? Weil hier, wobei... Doch, hier sind Wölfe, da sind Rehe. Aber da sehe ich auch einen Elefant. Ah, da geht es auch in Afrika rein, okay. Souvenirs. Aber Afrika gehen wir jetzt noch nicht rein. Auch wenn das sehr schön aussieht. Ah, Fortsetzung folgt, hier geht es auch noch gar nicht rein. Ich verstehe. Oh, ist aber schön gemacht. Ein ganz toller Eingangsbereich hier. Der sieht mega cool aus hier. Ob du ihn selbst gebaut hast? Respekt. Gefällt mir. Echt gut aus. Ich glaube, der ist selbst gebaut. Echt schön aus. Hier ist nochmal eine schöne Toilette. Da kommen wir her. Das heißt, wir müssen jetzt rein theoretisch hier lang. Und wir gehen... Oh. Das ist cool. Das ist so der Hauptplaza hier. Kann das sein? Hier geht es nach Nordamerika. Auch ein richtig cooler Eingangsbereich. Schön aus. Geht es nach Südamerika. Gibt es überhaupt so viele südamerikanische Tiere? Brasilien. Was ist denn Südamerika? Brasilien, Argentinien, Chile und sowas. Kolumbien. Ich wüsste jetzt nicht, welche Dinger da noch sind. So gut kenne ich mich da leider nicht aus. Und Asien. Das sind wirklich schöne Eingangsbereiche. Mega nice. Also auch hier mit der Brücke und den Bäumen. Oh, und Mitarbeiter. Die haben auch einen eigenen Bereich. Schön gemacht. Wir gehen nach Nordamerika zuerst. Hier sind auch die Schilder. Rundgang. Okay. Ich halte mich jetzt einfach mal daran, dass ich hier reingehe. In Nordamerika. Okay, das Mitarbeiterweg. Auch alles schön beschildert. Oh, wie schön diese Details. Oh, sowas liebe ich ja. Mega schön gemacht. Und hier haben wir dann wahrscheinlich genau die Bisons. Das hat man schon an dem schönen Schild da erkannt. Ach, wie toll. Da sind sie. Wir gehen mal durch die Scheibe durch, dann sehen wir sie besser. Bisons sind cool, die mag ich. Guck mal, wie süß die kleinen Babys sind. Ich finde, die sehen noch gar nicht so aus wie ein Bison. Oder? Also ein ganz bisschen. Die haben schon ein ganz bisschen diesen Nacken. Weil Bisons, die haben einen sehr, sehr ausgeprägten Nacken, habe ich immer das Gefühl. Sehen auf jeden Fall sehr kräftig dadurch aus, finde ich. Wenn ich ein Raubtier wäre, ich würde die nicht angreifen. Vor denen hätte ich ordentlich Angst. Ah, hier sehen wir das jetzt mit dem Zaun. Ah, okay. Das ist, glaube ich, jetzt sogar das Gehege, was wir gerade gesehen haben. Kann das sein? Mit diesen Baumstämmen? Ja, hier ist der Fluss. Ach, wie cool. Okay, nice. Finde ich eine coole Idee, dass du alles hier mit Baumstämmen abgezäunt hast. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass du die nicht... Also ich kenne das ja, dass man das macht und dass die Leute das dann direkt aneinander direkt platzieren. Also so dicht an dicht. Aber du hast das hier mal mit so ein bisschen Abstand gemacht. Finde ich eigentlich ganz cool. Das gefällt mir gut. Können wir nicht lang? Können wir hier rüber? Auch nicht. Ja, das ist teilweise hier im Spectator ein bisschen doof mit dem Laufen immer. Jetzt hast du aber wirklich komplett gemacht hier. Du hast auch den ein oder anderen Stamm da mal ein bisschen schief und so gemacht. Das finde ich cool. Sehr schön aus, das Gehege. Cool gestaltet. Auch hier hinten dieses Schlammbad schön eingebaut. Oh, das ist schön. Die ganzen umgefallenen Baumstämme. Hier so ein paar Brücken über einen Fluss mit...
ja, so Felsen gemacht. Hier fließt das dann auch durch. Hier können die sogar dann runter ins Wasser, die Bisons. Wobei ich das fast bezweifle, wenn ich ehrlich bin. Können wir mal gucken. Ja, da können sie leider nicht runter. Habe ich mir schon gedacht, weil ich weiß noch, als ich das gebaut habe für die Bisons. Die brauchen nämlich mega viel Platz, die Bisons, um irgendwo hoch und runter zu laufen. Deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass sie dieses Stück hier leider nicht begehen können. Aber es macht ja nichts. Das geht hier sogar von dem Fluss ab, guck mal. Hier geht das dann rein, in diesen Fluss. In das Gehege sozusagen. Ah, wie cool. Eine richtig coole Idee, nicht schlecht. Gehen wir mal wieder raus. Gucken mal weiter. Hier ist sogar so ein kleiner Unterstand, falls es mal regnen sollte. Ein schönes Bisonschild. Und auch alle Bordsteine fleißig abgesteckt mit Felsen. Nicht schlecht. Und schade, dass man sich hier nicht hinsetzen kann im Spectator. Das wäre cool. Würde ich mega feiern. Boah, ist das niedlich. Mama und Kind. Süß, oder? Hallo, sing. Da, da. Mehr kommt nicht. Da. Okay, die ist komisch, die Frau. Okay, hierher werden wir wahrscheinlich diese Springböcke haben, oder wie die heißen, ne? Ah, ne, hier sind... Doch, das sind die wahrscheinlich. Heißen die Springböcke? Ne, Gabelbock. Ah, ich vergesse das immer. Den komme ich immer durcheinander mit diesen Dingern. Gabelbock waren nämlich die nordamerikanischen. Es gibt bei Planet Zoo, glaube ich, nur eine Bockart, die nordamerikanisch ist. Und das ist diese hier. Auch hier sehr, sehr süß mit dem Baby hier vorne. Oh. Ah, das sind diese fertigen Unterschlüpfe, aber du hast sie in den Boden versenkt so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Und dann hast du das Ganze mit Stroh bedeckt. Das sieht das ein bisschen schöner aus, als wenn man die so platziert. Ja, auch ein schönes Gehege. Kann das sein? Oh ja, oh mein Gott. Du hast das hier sogar eingefärbt so ein bisschen, ne? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Habe ich, glaube ich, letztens irgendwo mal gesehen, dass das geht. Aber frag mich nicht, wo. Egal, ist jetzt auch nicht schlimm. Da gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Option. Aber ich meine, normalerweise ist das Holz hier ein bisschen dunkler, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast das eingefärbt. Ja, auch hier die am Rand alles richtig schön gestaltet. Sieht schon nice aus. Und dann geht's weiter zu den Wölfen. Ich glaube, Wolfsgehege war aus dem Workshop, ne? Und so ein bisschen selber gebaut. Wir gehen aber links lang. Wir gehen ja Rundgang 1 als erstes. Hier ist ja das Schild. Auch hier sehr schön gestaltet. Und hier geht's dann einmal nach oben. Ah, oh, das ist auch wieder abgesteckt, so in diesem Stil. Das finde ich nice. Das ist jetzt hier das Wolfsgehege? Ja, tatsächlich. Hier sind die Wölfe. Da hinten ist, glaube ich, auch eine Höhle. Oh, das sieht schon schön aus, ne? Also selbst wenn du das hier aus dem Workshop haben solltest, das Gehege, dann hast du es trotzdem hier sehr schön mit dem mit der Landschaft gemacht. Wobei, ich glaube, die kann man mittlerweile auch kopieren, die Landschaft, ne? Hm, keine Ahnung, ist ja auch egal. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Auch hier wieder eine schöne Brücke. Ein Wasserfall und ein Fluss durch das Gehege. Die andere Seite können wir auch nochmal runter gucken. Ja, hier sieht man auch leider gerade keine Tiere. Hier ist nochmal ein Schild. Oh, ich hänge fest hier. Ich kann hier nicht weiter. Hier kann ich nicht weiterlaufen, Leute. Was zur Hölle? Okay, wir gehen den anderen Weg. Eine unsichtbare Mauer für den Spectator-Mode. Macht aber ja nichts. Sehen wir das hier wenigstens noch. Sehr schön gemacht hier alles. Wüste. Rundgang. Ja, die Frage ist jetzt... Ich habe doch den Rundgang 1 abgeschlossen jetzt, oder? Da wäre ich doch hier vorne wieder rausgekommen. Oh. Guck mal, was passiert denn hier? Ich kann hier hochlaufen. Okay, können wir nochmal eine schöne Sicht von oben genießen auf das Wolfsgehege. Was auch immer hier gerade passiert. Sieht aber wirklich toll hier aus mit dem Wasserfall. Und dann mit der Brücke. Und dann laufen da die kleinen Babywölfe rüber. Oh, der Kleine. Ja, sehr schön. So, ich denke mal, wir sollen jetzt in die Höhle reingehen, ne? Ein cooler Eingang.
nice. Das gefällt mir. Jetzt sind wir in der Wolfshöhle drin. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Da schlafen dann die Wölfe, wie man sieht. Oh, ist das schön. Richtig coole Idee. Sehr schön gemacht. Und jetzt geht's wahrscheinlich hier weiter, ne? Rundgang. Ich darf mich jetzt nicht verlaufen, Leute. Rundgang. Wir gehen einfach mal den Rundgang weiter. Hier ist schon das nächste Gehege mit einer coolen Brücke. Aber ich glaube, das kriegen wir gleich noch zu Gesicht. Wir gehen einfach mal hier weiter. So wie es die Schilder uns sagen. Das Gute ist ja auch an diesen Baumstämmen als Begrenzung, dass man da noch so durchgucken kann, ne? Dadurch, dass sie nicht ganz dicht an dicht sind. Aber wartet mal, wir gehen mal noch ganz kurz zurück. Ich hätte ja ein bisschen Angst hier beim Wolfsgehege, dass die Wölfe an der einen oder anderen Lücke durchpassen durch die Lücke. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, sonst wären die ja schon lange ausgebüxt. Aber da hätte ich als Besucher Angst vor, muss ich sagen. Aber ich finde die Idee echt cool. Okay, hier sind wahrscheinlich Grizzlybären drin. Schläft auch schon einer. Grizzlybär, richtig. Boah. Die sind ja auch so riesig, ne? Ich finde das aber cool, dass man hier so um so ein riesiges Gehege drumherum gehen kann und dann ab und zu mal gucken kann. Oh, jetzt können wir sogar in der Höhle noch rein. Wie cool. Ah, hier ist dann der Schlafplatz. Das ist auch richtig cool gemacht, dass man in der Mitte nochmal in so eine Höhle reingehen kann. Aber ich glaube, Bärengehege war auch aus einem Workshop, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mit eigenen Akzenten. Ne, finde ich aber auch nicht schlimm, wenn ihr sowas macht. So. Da, jetzt sieht man das ganz gut. Das meinte ich vorhin. Das hier ist, glaube ich, die normale Barrierenfarbe. Und das hier ist die gefärbte. Das ist richtig cool, das Bärengehege. Da haben wir nochmal so eine schöne Brücke drin. Leider sieht man gerade nicht viele Grizzlies. Wir haben nur den einen gesehen. Aber wir gucken uns das nachher auch noch von oben an, das Gehege. Auf jeden Fall. Rundgang, da muss ich wahrscheinlich jetzt nach links, ne? Gehen wir davon aus. Gehen wir mal... Geh noch einmal hier zurück, Leute, bevor ich jetzt hier abbiege. Damit wir alles gesehen haben. Hier ist nämlich auch noch irgendwas. Ach, hier ist noch eine Brücke. Hm. Oh, da sitzen die gerade. Oh, da gehen wir nochmal kurz hin. Einmal gucken. Was die Bären hier treiben. No. Da sind auch noch Babys. Und ich habe mich, glaube ich, jetzt schon verlaufen. Also wir gehen mal hier lang, Leute. Das ist jetzt so die Mitte. Hier ist nämlich auch nochmal so ein richtig kleiner, schöner Wüstenbereich. Der nordamerikanischen Wüste mit Essen und Trinken. Auch sehr, sehr schön hier gemacht mit den Kakteen und der Bepflanzung hier. Hier sind sogar noch ein paar Vivarien. Was haben wir denn hier? Ich kann mir vorstellen, das ist die Texas Rattlesnake. Kann sie leider schlecht erkennen, weil sie da in dieser Spalte ist. Zwei Stück sind hier. Ich glaube, das ist die Texas-Klapperschlange, ja. Okay, die chillt da ihr Leben. Hier haben wir einen Skorpion. Der ist auch da in der Lücke da unten. Ein haariger Wüstenskorpion. Okay. Und... Oh, wie hieß sie denn nochmal? Den Namen habe ich doch schon 100-mal gesagt mittlerweile. Wie hieß sie denn nochmal? Genau, Gila Krustenechse. Die baut ihr immer sehr, sehr gerne in euren Zoos. Habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen. Die Gila Krustenechse scheint sehr beliebt zu sein. Hast du aber sehr schön hier gemacht, so einen kleinen Essensbereich noch. Und jetzt können wir, glaube ich, weitergehen im Rundgang. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Können wir hier nach Südamerika abbiegen. Ah, Südamerika, logisch. Die ganze Amazonas und so ein Kram. Da sind dann die ganzen... Schlangen- und Vivarien-Sachen drin. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mir vorhin überlegt, welche Tiere da sind. Brasilianische, Spinne und sowas. Riesenvogelspinne. In Brasilien gibt es ja 1000 Vogelspinnenarten. Wo ist die denn? Würde ich jetzt aber auch gerne sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich
Okay, ich habe es jetzt herausgefunden, wie es geht, Leute. Da unten ist auf jeden Fall die Vogelspinne. Die kann man gar nicht erkennen, wenn man da nah ranzoomt. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ihr seht ja gerade die Umrisse. Komme ich hier noch ein bisschen näher ran mit der Kamera? Im Boden? Nee, die ist nicht im Boden. Und jetzt mal das Fenster weg. Da seht ihr sie. Sie ist versteckt unter den Blättern. Da. Ja, kann man ganz schlecht sehen. Hier sind aber 4 Stück drin. Aber wir gehen einfach mal weiter. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt auch mal eben in dieser Ansicht. Dann können wir die nämlich besser anklicken. Was haben wir denn hier? Wanderspinne. Oh, die ist da links. Okay. Ach komm, wir gehen mal wieder in die andere Sicht und versuchen das so hinzukriegen. Können wir nämlich besser ranzoomen. Ticketcam. Bietet sich auch gerade an mit dem Mitarbeiter hier. So, die ist hier in der Lücke. Die sieht ja fies aus. Oh mein Gott. Boah, die sieht ja richtig fies aus. Okay, die will ich nicht in meinem Schuh haben. So, was haben wir hier? Oh, die nächste Spinne. Also ist hier nichts für Spinnen, Leute. Mexikanische Rotknie-Vogelspinne. Stimmt, Mexiko gibt es auch noch. Habe ich gar nicht dran gedacht. Mexiko. So, dann machen wir das auch mal. Aber dann gehen wir wahrscheinlich aus der Sicht hier raus, oder? Nee, gehen wir nicht. Okay, das funktioniert sogar. Perfekt. Ah, das heißt, wir können die Tiere so sogar schnell finden. Das ist diese. Sie sieht nicht ganz so fies aus, wie die davor. Sieht aber trotzdem fies aus. Von den Farben her, definitiv. Und hier haben wir die nächste Spinne. Oh mein Gott. Welche ist das? Das ist die Goliath-Vogelspinne. Okay. Die hängt hier hinten. Oh, die ist riesig. Ist die groß. Ich hoffe, ich kriege eine gutere Perspektive hier drauf. Man kann sie leider schlecht sehen unter den Blättern. Tut mir sehr, sehr leid. Aber so ist das mit den Vivarientieren. Die würde ich aber gerne nochmal in größer sehen, wenn ich ehrlich bin. Guck mal eben, wo die andere ist. Die hängt auf der anderen Seite. Schauen wir mal, ob wir die zu Gesicht bekommen. In den Tunnelding da drin. Ah, da ist sie. Okay, die sieht man sogar echt besser. Da ist die. Hier. Boah, die ist groß. Oh mein Gott. Und war das jetzt die erste Ecke hier? Ich glaube schon. Wahrscheinlich die Spinnenecke. Haben wir jetzt 4 Vogelspinnen gesehen. Aber jetzt nochmal zur Gestaltung hier von dem Vivarienhaus. Das sieht sehr cool aus. Das hast du auch selber gebaut, glaube ich, ne? Richtig nice gemacht hier mit diesen ganzen Wegen und so. Ich glaube, das war viel Arbeit, das hier vernünftig hinzukriegen. Dann in der Mitte auch sehr schön gestaltet und sogar alles ausgeleuchtet. So, hier geht's weiter. Hier haben wir den brasilianischen Riesenläufer. Den kennen wir ja auch schon. Haben wir auch schon häufig gesehen. Dann zu unserer Rechten haben wir das nächste Tier. Das ist die gelbe Anaconda. Anacondas werden ja auch riesig, ne, glaube ich, ne? Dann haben wir hier... Oh, Käfer habe ich ja schon häufig gesagt, finde ich mega unspannend. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Wir gönnen uns die gerade mal ein bisschen, diese ganzen Tiere. Können wir mal was dazulernen. Oh, hier ist gar keiner drin. Okay, da brauchen wir dann auch nicht suchen. Wenn wir lange suchen können. So, hier haben wir die nächste Schlange. Die werden wir wohl finden. Schlangen sind ja in der Regel nicht ganz so klein. Da ist sie. Okay. Kann sie leider sehr schlecht erkennen, weil sie einfach zu so einem Klumpen ge... Da sieht man sie jetzt. Okay. Perfekt. Die war einfach zu so einem Klumpen geformt. Einmal so komplett rum um den Ast. Was ist denn das für eine Schlange? Eine Abgottschlange, okay. Hier waren wir gerade schon, ja. Aber ist schon sehr cool gemacht hier, das Vivarienhaus. Eine sehr schöne Optik. Dann haben wir hier den Feigefrosch. Welcher das auch immer ist. Lehmanns. Lehmanns Feigefrosch, der sitzt hier vorne. Und hier gehen wir zum nächsten. Da haben wir einen grünen Leguan. Mal nicht in Albino. Den haben wir in letzter Zeit nur in Albino ständig gesehen. Cooles Tier. Die sehen doch voll anders aus von der Farbe. Kann das sein? Oder ist das das Licht? Ich glaube, das ist das Licht. So, dann haben wir hier den nächsten. Das ist wahrscheinlich der Schreckliche oder so. Schreckliche Feigefrosch. Ja. Genau. So langsam lerne ich die Vivarientiere. Und das ist... Ist das auch einer? Auch ein grüner Leguan. Aber das ist jetzt wieder Albino, oder was? Ich glaube, das ist wieder ein Albino am Start. Oder ist das hier ein anderer?
Grüner Leguan. Grüner Insel-Leguan. Ach nee, das ist ein anderer sogar tatsächlich. Boah, das wusste ich ja gar nicht, dass das Spiel zwei verschiedene hat. Sieht der grüne Insel-Leguan etwa immer so aus? Und ich habe ihn nur für einen Albino gehalten? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Okay, schreibt es mal in die Kommentare, ob das hier ein Albino ist oder ob das der normale ist. Weil in letzter Zeit haben wir den sehr, sehr häufig gesehen. Deswegen habe ich langsam das Gefühl, dass ich mich da versehen habe. Dann geht es hier schon raus aus dem Vivarienhaus. Ein Wasser. Und zu dem nächsten Tier. Der Tapir. Ach, guck mal hier, der Tapir ist Südamerika. Ah. Marilyn Monroe. Auch ein sehr schönes Tier. Besonders die Babys, die sind wunderschön. Guckt euch die mal an. Die sind wirklich putzig. Weiter geht's. Ich finde das wirklich schön, dass du hier alles abgesteckt hast. Die ganzen Bordsteine und Felsen und so. Echt nice. Zur Linken haben wir das nächste Tier. Oh, da gibt es noch ein Tier in Südamerika. Okay, das ist krass. Das ist hier die... Das ist die Galapagos? Ja, Galapagos. Galapagos, Riesenschildkröte. Eine große mit ganz vielen Babys, so wie es aussieht. Schildkröten sind auch cool. Ah, das ist noch eine große. Ja, finde ich cool, dass du hier noch so ein Gehege zwischengepackt hast, ein kleines. Da sind die Tapire. Hier ist nochmal eine sehr schöne Felsformation und so ein kleiner Wasserfall. Sehr cool. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, das Spiel hat geruckelt. Sorry dafür. Auch sehr schön hier gemacht mit diesem großen Baum. Hier war halt so eine kleine Weglücke. Auch wieder fleißig die Bordsteine alle abgesteckt und dann mit so einem Baum verkleidet. Oh, das sieht sehr schön aus hier. Cool. Und dann geht's hier, glaube ich, schon raus aus Südamerika. Okay, das heißt, wir haben jetzt Nordamerika und Südamerika, glaube ich, abgehakt. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt nach Asien, ne? Rundgang. Ich glaube schon. Jetzt geht's nach Asien, Freunde. Und hier haben wir... Was haben wir denn hier? Oh, das ist der Komodo-Varan, oder? Ja, Komodo-Varan-Schild hier. Auch sehr cool gemacht, dass du das alles mit Wasser abgesteckt hast. So eine natürliche Barriere. Also ich finde das mega cool, dass du immer so die ganzen Wände so gestaltet hast. Das war, glaube ich, viel Aufwand. Sieht aber echt schön aus. Hast du ja komplett durchgezogen hier. Sehr, sehr nice. Gehen wir rüber. Gucken uns den mal an. Der ist auch cool, der Komodo-Varan. Mit seiner Zunge. Ja, witzig. Ich finde es immer schade, dass man Schlangen und sowas nicht in so einem Gehege, so einem normalen Gehege platzieren kann. Weil der Komodo-Varan zum Beispiel, das finde ich viel, viel cooler, als wenn die in so einem kleinen Vivarium sind. Stell dir das mal vor, hier so eine... Ja gut, Schlangen sind vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das macht schon mehr Sinn, dass die in so einem Vivarium sind. Aber so andere Tiere, so ein Leguan könnte man doch sicherlich auch hier platzieren, oder? Also ein kleines Vivarium ist doch viel zu klein für den. Gibt es eigentlich Chamäleons? Ich glaube nicht, ne? Chamäleons gibt es, glaube ich, auch nicht. Sehr, sehr schade. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Sehr cool aus. Und dann geht es hier über eine Brücke. Oh, ich... Okay, ich kann hier aber rüber, alles gut. Der Baum hier hängt vielleicht ein bisschen sehr weit rüber. Da muss mal wieder ein Mitarbeiter hin und sich darum kümmern. Ah, hier sind Flamingos. Ist hier eine Glasscheibe vor? Ich glaube schon. Flamingos. Ein paar. So, wer zählt sie jetzt? Wie viele das sind? Das sind ordentlich viele. Ja, die vermehren sich, glaube ich, auch wie die Fliegen. Können die hier unten auch noch hin? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist sowas wie eine Brücke hier. Ist aber cool gemacht. Dass man hier so einmal über das Gehege rüberlaufen kann. Gefällt mir. Ich habe gar nicht auf die Schilder geachtet. Ach, ich gehe einfach weiter, Leute. Ist schon. Und wieder so ein paar Toiletten und sowas. Und hier haben wir das nächste Tier. Das chinesische Schuppentier. Der Isis. Haben wir auch schon häufiger jetzt gesehen. Aber ist ja auch mega cooles. Hier. Auch ein sehr schönes Gehege, was du hier gestaltet hast.
Und du hast auch überall diese Boxen eingebaut, kann das sein? Das fällt mir jetzt gerade erstmal auf, mit diesen schönen Geräuschen immer. Diese Dschungelgeräusche, das macht immer schon viel her. Trinken, Essen haben wir hier nochmal. In Gestaltung. Und da kommt hier sogar schon der Tiger. Hier unten, oder wie? Oh ja. Wie cool. Königstiger. Boah, da hätte ich aber Angst, dass die hier hochkommen, ey. Können die nicht mega hoch springen, die Dinger? Scheint sie wohl gut gebaut zu haben hier mit den Klippen. Das ist doch nice. So, Rundgang 1. Das heißt, wir gehen erst links hoch. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den roten Panda. Der sich versteckt. Ich weiß nicht, sehe ihn gerade nicht. Wo ist er? Ah, du hast auch geschrieben, dass einige Gehege noch leer sind, glaube ich, ne? Nee, da ist er. Eingefangen. Wir müssen da rein, Leute. Wir müssen ihn retten. Ich komme nicht runter. Ah, da läuft noch ein weiterer rum. Ich hoffe, wir denken da gleich ran. Ich will den nämlich unbedingt retten. Ihr wisst ja, ich muss immer die Tiere befreien. Hier haben wir dann noch einen Panda. Der ist gerade da hinten. Mega cool gemacht hier, dass man hier so einmal hier oben, von hier oben gucken kann und dann geht es hier weiter runter. Hier kann man dann auch nochmal gucken. Das ist schon nice. Boah, schafft er es? Das hier, wie heißt das nochmal? Iron Man Contest. Hier geht es dann nochmal rum. Sagen wir gehen. Ah, jetzt sehen wir auch die Pandas nochmal. Ach, wie schön. Die haben sich nämlich gerade alle versteckt, die Kleinen. Ach, wie süß. Und wir können ihn retten. Dann bin ich auch glücklich. Ah, gerettet. Das passt soweit. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich Rundgang 1. Den habe ich ja gerade gemacht, den Rundgang 1. Das heißt, ich kann hier eigentlich wieder zurück und nochmal gucken. Was für eine gute Sicht man hat auf die Tiger. Das ist echt nice. Da oben sind drei Babys. Und jetzt geht's hier zu Rundgang 2. Rundgang. Ich denke mal, wir sollen dann hier reingehen. Höhle. Oh, Ganges Gavial. Ein Unterwassertunnel. Oh, und direkt ein Ganges Gavial über uns. Oh, mega cool. Ihr habt mittlerweile auch ein Video in die Kommentare geschrieben, wo man sieht, wie man sowas baut. Finde ich ja echt beeindruckend, solche Unterwassertunnel, ne? Das ist schon nice. Ah, cool. Und auch hier so gestaltet, unter Wasser noch mit Pflanzen. Richtig cool, da ist auch nochmal einer. Am Schwimmen. Das sind noch richtig schön gestaltet hier von innen drin. Gefällt mir richtig gut, dass du hier überall noch so Wasserpflanzen hast und auch das Unterwasser an sich so gestaltet hast noch. Hier sind überall Felsen und Klippen und sowas. Weil meistens ist es so, dass man unter Wasser nicht wirklich viel gestaltet. Aber dass du echt viel Mühe gegeben. Oh, das war schön. Und von oben kann man auch nochmal gucken. Ah, jetzt sind wir sozusagen über dem Gehege. Hier sind ja die ganzen Babys am Laufen und da schwimmen sie auch. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn gerade drunter hergelaufen? Ja, wir sind mitten durchgelaufen, glaube ich, gerade. Hier einmal so lang. Richtig cool. Genau, und hier sind dann wieder die Pandas. Die hier schon wieder Iron Man Contest machen. Jetzt braucht er eine Pause. Jetzt hat er sich erstmal hingesetzt. Richtig schönes Gehege. Im Ganges Gavial. Also wirklich. Richtig, richtig schön. Ging es da hinten noch irgendwo hin eigentlich? Nee. Hier ist nur ein Mitarbeiterraum. Das heißt, hier haben wir alles gesehen. Hier geht es dann wieder zurück. Also bis jetzt sind deine Wege relativ verständlich, muss ich sagen.
Den Rundgang sind wir nämlich gerade zuerst gegangen und jetzt gehen wir diesen Rundgang anscheinend nochmal. Von hier kann man die Ganges Gaviale dann auch nochmal beobachten, von der Brücke aus. Also ein richtig, richtig gutes Gehege, was du hier gebaut hast. Man kann von unter Wasser gucken, man kann von allen Seiten gucken, man kann von der Brücke nochmal oben drüber laufen. Also viel perfekter geht's gar nicht. Hier kann man auch nochmal runter gucken. Aber hier sieht man nichts. So, Rundgang. Wir gehen hier weiter. Hier haben wir wahrscheinlich den indischen Elefanten. Ja, das ist der indische Elefant. Leider gerade sehr weit weg alle. Das mit diesen Geländern, dass man da nicht reinfällt, finde ich immer sehr, sehr cool. Wenn ihr da so Geländer oder Netz oder sowas macht, finde ich immer nice. Das ist ein schönes Detail. Oh, hier sieht man die nochmal. Was das Ganze halt realistischer gestaltet. Also die Ganges Gaviale kann man wirklich sehr gut beobachten. Aber das trifft eigentlich auf alle Tiere zu. Jetzt nochmal hoch. Und jetzt sehen wir auch nochmal die Elefanten ein bisschen besser. Oh, ein Baby. Ja, auch sehr schönes Gehege, was du hier gestaltet hast. Schöne Felsarbeiten, schöne Pflanzenarbeiten. Aber das hast du eigentlich durchgehend gemacht. Also ich habe bis jetzt gar nichts gefunden, was ich richtig bemängeln kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Zoo. Ist das hier auch noch Elefantengehege? Oder was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Affengehege oder sowas. Ah, das sind, wer ist sie denn nochmal? Uran-Utans. Nom nom. Schönes Gehege auch hier. Mega riesig. Ich glaube, diese Dinger hier sind aus einem Workshop. Die habe ich schon öfter gesehen. Oh, das sieht echt toll aus. Ist auch so riesig. Das sieht richtig beeindruckend aus. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass es den Tieren hier gut geht. Definitiv. So. Hier hatten wir die Elefanten. Oh, die haben ja auch nochmal so eine Wasserstelle, wo man... Boah, das ist auch nochmal so Underwater Viewing, so wie es aussieht. Richtig cool. Vielleicht kommen wir da noch hin. Wir kommen sogar direkt dahin. Hier sind wir nämlich jetzt beim Underwater Viewing von den Elefanten. Hier sieht man das jetzt auch wieder richtig schön. Du hast hier die Felsen unter Wasser gemacht. Du hast hier noch Pflanzen gemacht, so Baumstämme und so. Das ist schon krass. Sieht cool aus. Hier kann man sich dann nochmal hinsetzen. Hier nochmal so ein paar Deko-Elemente. Oh, so viel Liebe zum Detail. Und hier kann man die jetzt auch nochmal sehen, so wie es aussieht. Also bei dem Elefantengehege ist es halt genauso wie bei den Ganges Gavialen. Die kann man von überall sehen. Von oben, unten, unter Wasser, beim Schlafen. Die haben nie Ruhe. Big Brother. So, hier haben wir die nächsten Tiere. Das sind... Sind hier überhaupt Tiere drin? Hier gerade keine Tiere. Müssten eigentlich Nashörner sein. Wir gucken nochmal im Tier runter. Hier sieht man nämlich nochmal schön die Elefanten von nahen. Ja, ist schon echt toll gemacht hier überall. So, Rundgang 1. Das heißt, wir gehen mal eben... Gehen wir hier noch weiter? Ich glaube, wir kommen hier nicht wieder zurück. Deswegen gehe ich mal ein Stück weiter. Genau, hier würde man dann wieder zurückkommen dahin, wo wir vorhin waren. Hier ist das Ganges Gavialgehege. Und hier, sind wir hier nicht vorhin auch schon rumgelaufen? Hm, ich meine schon, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt den Rundgang weiter. Rundgang. Ich glaube, ich muss jetzt hier runter, wenn ich mich jetzt nicht verlaufe. Jetzt sind wir, glaube ich... Ne, wir sind immer noch in Asien. Rundgang. Hier haben wir die Trampeltiere. Auch sehr schön. Hier haben wir so ein richtig schönes Wüstengehege. Komplett ohne Barrieren gearbeitet. Nicht schlecht. Sowas ist natürlich immer am tollsten. Ja. Dann hat man so eine gute Sicht auf die Tiere. Also wieder ein richtig schönes Gehege hier. Guck mal, wie nah man an die Tiere ran kann. Ohne, dass da eine Barriere vor ist. Das ist schon wirklich richtig schön gemacht. So. Gehen wir mal hier rum. Man kann auch komplett herumlaufen um das Gehege. Ja, richtig cool. Also Gehege mit so einer kompletten, natürlichen Barrieremauer, sage ich mal, sind sowieso immer sehr schön. Und du hast es hier sogar noch so gemacht, dass du das Ganze einfach abgesenkt hast,
dadurch hat man halt eigentlich gar keine Barrieremauer und kann die Tiere frei beobachten fast. Also das ist wirklich richtig gut. Und hier haben wir auch noch nicht reingeguckt, glaube ich. Was haben wir denn hier? Ach doch, das sind hier die Panzernashörner. Die haben wir ja vorhin leider nicht gesehen. Hier sind sie, die haben sich gerade versteckt. Konnten wir aber eigentlich gerade schon von oben sehen. Auch hier ein schönes Gehege. Und hier haben wir sogar einen Fall für mich. Aus der Transportbox holen. Deswegen haben wir die auch nicht gesehen, weil die hier alle eingesperrt sind, die kleinen. Was heißt klein? Den hier kann man noch als klein bezeichnen, aber den hier mit Sicherheit nicht. Der kann wahrscheinlich sogar mein Auto umstoßen. Okay. Ja, wir wollen die mal nicht weiter stören. Hier auch ein schöner Unterschlupf noch. Oh, da kann man auch nachher noch gucken. Ich glaube, da kommen wir jetzt sogar direkt hin. Nicht alles täuscht. Genau, okay. Wir gehen jetzt sozusagen hier weiter. Dann können wir hier nochmal die Panzernashörner sehen. Und natürlich kann man die Panzernashörner auch nochmal beim Schlafen dann sehen. Wieder richtig gut gemacht. Hier sieht man die dann nochmal grasen so ein bisschen. Und hier geht's weiter. Haben wir hier schon? Ach, ich glaube, das ist der Gang hier unten bei den Elefanten hin. Kann das sein? Oder bei den Gang des Gavian? Ich weiß es gerade nicht sicher. Ich glaube, bei den Elefanten. Hier kann man dann nochmal die Uran-Utans sehen. Da geht es dann nach Afrika. Ah. Aber ich glaube, wir gehen erstmal den Rundgang weiter und dann gehen wir nach Afrika. Also so, die Schilder sind schon echt hilfreich. Hier gibt es noch mal ein bisschen Essen, Trinken. Krokodilhöhle, waren wir hier nicht schon? Ach nee, das sind Leistenkrokodile. Ah. Okay, wir gehen mal runter. Ganges Gavial waren wir gerade. Jetzt sind wir bei den Leistenkrokodilen. Auch noch mal unter Wasser. Ich liebe sowas, ne? Und wenn dann auch noch Krokodile zu sehen sind, so wie hier vorne. War hier nicht gerade auch noch eins? Ich weiß es nicht. Sehr schön gemacht. Ich glaube, über uns ist auch noch irgendwie ein Gebäude, kann das sein? Oder das spiegelt das? Ah nee, das spiegelt, okay. Ich glaube, das ist die Spiegelung hier von den Bänken und sowas. Ja, mega cool. Und wieder raus. Und dann geht es weiter mit dem Rundgang. Gehen wir hier einmal lang. Und ich laufe mal links lang. Links ist, glaube ich, nicht verkehrt. Hier geht es nochmal über eine Brücke. Gut, die Brücke ist wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig gestaltet. Die sieht nämlich noch sehr unfertig aus, sehr im Rohbau. Hier sehen wir dann... Sind jetzt wahrscheinlich die sibirischen Tiger, oder? Das ist aber ein anderes Gehege hier. Genau, sibirischen Tiger. Königstiger haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Hier haben wir auch dann jetzt mehr so ein Schneegehege. Ich glaube, das dann passt dann auch ein bisschen besser. Und haben wir hier rechts noch irgendwas? Ne, das ist Mitarbeiter. Arms. Da ist das Leistenkrokodilgehege. Hier waren wir vorhin unten drunter. Und ich glaube, hier kann man sogar nach oben rauflaufen. Richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, ob links der beste Weg war. Wir gehen doch nochmal rechts lang. Sonst übersehe ich hier gleich Sachen. Also erstmal gehen wir hier geradeaus. Jetzt mal auf dieser Rundgang. Oh, ich bin auch falsch abgewogen. Ich habe nicht auf Schild geachtet. Mein Fehler. Gut, dass ich umgedreht bin. So, jetzt sehen wir sozusagen die Leistenkrokodile nochmal von oben. Richtig schön. Nehmen die dann noch mal so ein kleines... Ist das hier ein anderes Gehege oder ist das auch Leistenkrokodil? Ich glaube, das ist auch Leistenkrokodil. Hier können die dann auch noch mal an Land ein bisschen rumtoben. So wie es aussieht. Und dann gehen wir mal den Rundgang weiter. Der geht nämlich hier weiter. Über eine Brücke. Von der aus man auch die Krokodile noch mal wunderbar sehen kann. Auch hier ein sehr schönes Gehege, was du gestaltet hast. Und dann geht es zum nächsten... Tier, das ist der Japan-Makak. Was ist er denn? Da.
Da haben wir ihn, den Dude. Wollen wir mal reingehen ins Gehege? Ach, kann ich gar nicht. Er macht nichts, wir gehen mal ein Stück weiter. Kommen wir hier rein? Ich würde da gerne mal rein in das Gehege. Ja, hier können wir leider nicht rein. Können da hinten mal eben reingehen. Können wir das Gehege nämlich ein bisschen besser uns angucken. So, hier gehen wir mal rein. Ah, hier ist sogar ein Tier, was ich retten muss. Sehr schön. Mal wieder was Gutes getan. So, jetzt schauen wir uns das Gehege mal an von innen. Auch sehr cool gestaltet. Mega viele Klettermöglichkeiten. Hier ist Musik. Irgendein Affe spielt. Wo ist er? Ja, wo ist der? Okay, ich finde ihn so schnell nicht. Jetzt auch schon vorbei. Oh, das ist gar nicht so groß, das Gehege. Kam mir irgendwie gerade größer vor. Hast du optisch auf jeden Fall gut gebaut. Aber hier ist es richtig verwinkelt. Also die können wirklich richtig viel klettern, die Affen. Und wieder zurück. Ah ne, wir dürfen gar nicht hierhin zurück. Ne, wir müssen hierhin zurück. Oh, sorry. Dann sind nochmal so ein paar Essens-Trinkens-Sachen. Oh, wie groß dein Zoo ist. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Weil dafür läuft er wirklich noch gut von den FPS. Okay. Rundgang. Wir müssen hier weiter. Versuchen wir jetzt ein bisschen zu beeilen. Hier haben wir Schneeleoparden. Oh, kämpfen gerade. Lasst euch heile, ihr Kleinen. Ich muss irgendwann auch mal in echt nochmal in ein Zoo gehen, wo Schneeleoparden gibt. Die will ich unbedingt mal sehen. Ihr habt alle schon in die Kommentare geschrieben, wo ihr die alle gesehen habt. Krefelder Zoo und so weiter und so fort. Also ich habe da schon einige Zoos gesehen, die ihr reingeschrieben habt, wo ich vielleicht ja mal hinfahren könnte. Wobei, ich habe es auch schon öfter gesagt, ich will eigentlich Zoos auch nicht unterstützen. Weil Zoos sind jetzt auch nicht unbedingt das Beste der Welt. Tiere in Gefangenschaft sind nie gut. Auch wenn Zoos zur Arterhaltung und sowas beitragen, natürlich. Sind wir hier, glaube ich, nochmal bei dem sibirischen Tigergehege. Und bei den Schneeleoparden. Auch richtig cool, dass man hier zwischen den Gehegen nochmal erhöht durchlaufen kann. Da kann man wirklich die Tiere nochmal sehr gut beobachten. Und jetzt haben wir den Rundgang hier auch abgeschlossen, ne? Ich glaube schon. Genau, hier wären wir dann vorhin runtergekommen. Bei den. Das ist dann der nächste Rundgang. Ah, ich verstehe, okay. Wir gehen mal den Weg, den du geplant hast. Hier waren wir ja vorhin schon aus Versehen drauf gegangen. Oh, hier kann man sogar nochmal in die Höhle reingucken. Von den Tigern. Sehr schön. Hier geht's dann oben rüber. Hier waren wir ja vorhin schon drauf. Und jetzt sind wir wieder genau hier. Jetzt die Frage, wo gehen wir hin? Jetzt müssen wir eigentlich nach Afrika, ne? Krokodilhöhle. Höhle. Bloß, wo war Afrika? War das hier irgendwo? Ja, da vorne. Ah, perfekt. Okay. Ich glaube oder ich hoffe, wir haben nichts falsch gemacht. Jetzt geht's nach Afrika. Oh, jetzt kommt dein Highlight. Das Affenhaus. Oh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir gehen jetzt erstmal hier rechts gucken. Boah, das sieht schön aus. Das dürften jetzt die Bonobos sein, ne? Die Schimpansen, okay. Never mind. Mit Affen kenne ich mich auch nicht so gut aus. Gut, sie waren auch sehr, sehr weit weg. Wobei Schimpansen sehen Menschen schon sehr ähnlich. Gab doch früher auch mal so einen Fernsehschimpansen, der mega berühmt war. Hieß der Charlie? Schreibt es mal in die Kommentare, ihr kennt ihn sicherlich. Sieht aber echt mega schön hier aus. Richtig schöne Dschungeloptik hier. Gehen wir mal in das Hauslein, würde ich sagen. Und schauen uns mal das Innengehege an von den Äffchen. Oh, hier haben wir auch noch Lemuren. Ah, das ist noch leer. Okay, das hast du ja auch reingeschrieben, dass bis jetzt noch nicht alle Affen drin sind. Aber richtig schöne Idee, dass man hier direkt an der Mitte nochmal so ein kleines Lemurengehege hat. Können die auch ordentlich klettern. Sieht schon echt cool aus. Sieht aus wie so ein Vivarium in groß, was du selbst gebaut hast. Hier haben wir dann die Schimpansen, steht ja auch oben drüber. Oh, die haben auch einen sehr coolen Bereich hier in. Mit so coolen Reifen. Wie hast du die denn gemacht? 7 Objekte. Ist ja cool. So LKW-Reifen oder sowas. Und auch solche hängenden Boxen hier.
Mega. Sieht richtig gut aus. Und hier können sie dann raus. Ihr schönes Außengehege. Und da schlafen sie gerade. Oh. Ist putzig. Ich möchte da gern hin. Aber da kann ich leider nicht hin. Oh, die schlafen dann. Lassen wir sie schlafen. Macht ja nichts. So, was haben wir hier noch? Fortsetzung folgt, okay. Ja, du musst nur aufpassen, dass dein Zoo nicht zu groß wird, ne? Weil irgendwann lassen leider die FPS nach. Gorillas haben wir hier. Die hast du auch noch nicht drin, ne? Ich glaube nicht. Auch hier schon sehr schön Innenbereich. Außenbereich steht noch nicht. Der soll dann wahrscheinlich irgendwann dahin kommen. Und hier haben wir die Bonobos. Ah, sie sehen schon ein bisschen anders aus als die Schimpansen. Auch echt mega schön hier. Affenhaus ist richtig cool. Wahrscheinlich können wir jetzt die Bonobos auch nochmal von außen angucken. Ja, können wir tatsächlich. Mega cool. Das heißt, wir können nochmal hier rauf gehen. Dann haben wir hier auch nochmal richtiges Dschungelfeeling. Ja, echt mega cool gemacht hier. Und hier geht es dann später weiter mit Afrika. Kann man jetzt auch nochmal komplett außen rumlaufen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal von oben an, den Zoo. Wir fangen mal am Eingang an. Wow, der ist schon echt groß. Wie cool das aussieht, ne? Von oben. So, hier sind wir losgelaufen. Hier ist der Eingangsbereich. Hier wäre Afrika geplant. Hier ist schon Asien. Wir sind von links abgebogen. Wir waren erstmal in diesen Bereichen hier. Hier waren die Bisons. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Hier waren die nordamerikanischen Böcke. Wieder den Namen vergessen. Ich muss nochmal gucken. Gabelbock, genau, so heißen sie. Dann haben wir hier das Wolfsgehege. Richtig cool aus von oben. Dann hatten wir hier vorne. Was war denn das hier nochmal? Hier sind schon die Tiger. Ich hab mich verlaufen. Ah, das hier war das Bärengehege, ne? Große. Wo wir einmal außen rumlaufen konnten. Stimmt. Dieses runde Gehege ist das Bärengehege. Sieht auch richtig gut aus. Den Wasserfall, den Felsen. Dann kann man hier nochmal, wo die schlafen, gucken. Aber ich glaube, das war aus dem Workshop. Sieht aber echt cool aus, das Gehege. Da hatten wir noch Tiger, dann hatten wir hier, glaube ich, die Leoparden. Nee, wie heißen sie nochmal? Nicht Leoparden, wie heißen sie denn nochmal? Die Leoparden? Doch, Schneeleopard, stimmt. War ich sogar richtig. Leoparden. Dann hier die Krokodile. Ist schon echt cool. Der Zoo ist aber auch so riesig. Ich habe komplett den Überblick verloren, was ich gerade hier für Gehege sehe von oben. Aber es sieht schon echt schön aus. Ah, hier waren die Trampeltiere. Das erkennt man sehr gut. Hier ist dann Asien so ein bisschen. Und das Affenhaus, das will ich mir unbedingt nochmal von oben angucken. Das ist das hier. Das sieht richtig cool aus. Auch mit dem Glasdach oben. Ja, mega cool. Richtig cooler Zoo. Das war der Muffin Zoo von Annika. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr den Muffin-Zoo von Annika fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.